Aber viel interessanter ist doch, die einst so stolze Sozialdemokratie möchte nicht etwa mehr für Vollbeschäftigung sorgen. Nein, sie möchte lieber die Armut, das Beziehen von Sozialleistungen feministisch und gendergerecht ausgestalten. Was für eine Bankrotterklärung, meine Damen und Herren. Herr Präsident, meine Damen und Herren, feministisch aus der Krise. Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die Gleichstellung von Frauen. SPD und Grüne präsentieren mit diesem Antrag mal wieder feinstes Kabarett aus der linken Parallelwelt. Und es wundert mich auch nicht, dass Herr Kienschärf gar nicht anwesend ist, denn das wollte er sich sicherlich nicht antun. Die besten Punkte aus dem Antrag. Der Senat möge sich auf Bundesebene dafür einsetzen, dass die Berechnung der Einkommensteuer geschlechtergerecht weiterentwickelt werden soll. Was das heißt? Unklar. Aber diese Formulierung lässt natürlich Raum für die schönsten feministischen Fantasien. Gibt es vielleicht bald unterschiedliche Einkommenssteuertarife für Frauen und Männer? Gekoppelt mit dem auf Bundesebene ins Auge gefassten Selbstbestimmungsgesetz prognostiziere ich, dass dann der Anteil der Frauen an der Gesamtbevölkerung in Deutschland wahrscheinlich über Nacht sprunghaft ansteigen wird. Oder auch eine schöne feministische Forderung. Arbeitslosen- und Kurzarbeitergeld soll künftig ohne verdeckte Diskriminierung, was auch immer das sein soll, berechnet werden. Mir war jetzt zwar neu. Herr Walczak, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Engels? Nein. Anfangen Sie bitte. Mir war jetzt zwar neu, dass es eine Sonderberechnung für Frauen bei diesen staatlichen Leistungen gibt, aber viel interessanter ist doch, die einst so stolze Sozialdemokratie möchte nicht etwa mehr für Vollbeschäftigung sorgen. Nein, sie möchte lieber die Armut, das Beziehen von Sozialleistungen feministisch und gendergerecht ausgestalten. Was für eine Bankrotterklärung, meine Damen und Herren. Dieser in Antragsform gegossene Unsinn hat nichts, aber auch gar nichts mit der Lebensrealität der Bürger zu tun. Die sorgen sich nicht darum, dass wir gendergerecht aus der Corona-Krise kommen, besser gesagt aus der Corona-Krise der von ihnen verhängten hysterischen Corona-Zwangsmaßnahmen. Die sorgen sich gerade darum, wie sie die nächste Stromrechnung bezahlen können, ob sie im Winter frieren werden oder ob sie der nächste Besuch der Zapfsäule in einen halben Bankrott treibt. Kein Mensch außer einigen unverbesserlichen Radikalfeministen wünscht sich aber eine geschlechtergerechte Berechnung der Einkommensteuer. Sie haben allerdings, und das gebe ich offen zu, in einem Punkt recht. Ja, die Corona-Krise hat auch Frauen belastet, die vor allem mit geschlossenen Kindertagesstätten und Schulen, mit den psychologischen Auffälligkeiten ihrer Kinder infolge des Lockdowns-Irrsinns zu kämpfen hatten. Aber wissen Sie, Walczak. Erstens, beachten Sie bitte den parlamentarischen Sprachgebrauch und zweitens, gestatten Sie jetzt eine Zwischenfrage der Abgeordneten Kollegin Engels. Herr Präsident, solange die anderen Fraktionen bei uns Debattenverweigerung betreiben, werde ich keine Zwischenfrage zulassen. Aber wissen Sie, was dann eine wahrhaft feministische Tat wäre? Keine Lockdowns mehr, keine Maskenpflichten an Schulen mehr, keine Kontaktverbote für Kinder, die mit ihren Schulfreunden spielen wollen. Das würde den Frauen helfen, das würde allen helfen. Anträge wie die von Rot-Grün hingegen helfen nur dabei, dass wieder irgendwo ein Baum zu Papier verarbeitet wurde, der dann mit feministischem Mumpitz wie diesem beschrieben wird. Vielen Dank.